Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine FN International 2 sauber macht. Wie immer beginnen wir damit, indem wir über den Ladezustand der Waffe überprüfen. Die Waffe ist leer. Wir sehen auch, es ist kein Magazin im Griff eingeführt. Magazin haben wir hier, legen wir nebenhin. So. Meine FN hat eine Besonderheit, ich habe ein durchgehendes Laufgewicht hier drauf. Dieses müssen wir natürlich erst runternehmen und dazu löse ich einfach diese drei Madenschrauben. Und ziehe dieses Laufgewicht einfach nach vorne weg. Das ist das Schöne, man sieht es hier wunderbar an der FN International 2 gegenüber der herkömmlichen FN 150 mit dem runden Bull Barrel Lauf. Ich habe bei der International 2 einen durchgehenden Schwalbenschwanz, wo ich ein Laufgewicht tatsächlich sauber austarieren kann. So, um den Lauf jetzt abzunehmen, haben wir hier vorne eine Imbusschraube, diese einfach rausdrehen, entnehmen, nebenhinlegen, Schlitten öffnen, necken und den Lauf jetzt einfach in einem 45 Grad Winkel leicht nach hinten abnehmen und nebenhinlegen. Jetzt ist auch der Schlitten komplett frei und kann abgezogen werden. Hier haben wir die Rückholfeder oder Verschlussfeder. Sehr klein, legen wir ebenfalls nebenhin. Und schon haben wir unsere Waffe soweit eigentlich auseinandergenommen, um sie sauber zu machen. So, ihr kennt ja jetzt diese Prozedur. Erst wird mal ein bisschen geölt. Ich nehme jetzt hier wieder Brunox und direkt in den Lauf rein. Aber auch hier im Bereich der Patronenkammer mache ich ein bisschen drauf, damit auch hier hinten dieser ganze Schmauch, Bleireste und so weiter sich lösen können. So, und das kann jetzt erstmal ein paar Minuten einwirken. Und dann nehmen wir auch am Schlitten ein bisschen Waffenöl. Das kann man jetzt hier im Fall dieser Waffe, nehme ich da ganz gerne mal ein Wattestäbchen mit Öl getränkt und gehe einfach mal damit ein bisschen hier durch, damit sich nicht zu viel Öl im System an sich ansammelt. Alternativ zu den Wattestäbchen kann man auch einen Pinsel nehmen. Und je nachdem, was für Wattestäbchen man hat, die Dinger gehen ganz gerne mal einfach nur auseinander. Das ist nicht sehr schön. So, wichtig ist natürlich auch hier dieser Bereich am Schlitten. Hier haben wir den Schlagbolzen, hier haben wir die Ausziehkralle. Und dann legen wir den auch nebenhin. Ihr seht auch schon, da ist ganz schön Siff drauf. So, und dasselbe machen wir jetzt hier auch im Griffstück. Einfach ein bisschen einölen, damit sich der Schmutz einfach mal ein bisschen lösen kann. So, und jetzt machen wir wieder wie gehabt, einfach mit einem Lappen. Ich nehme hier diese Mikrofasertücher, die habe ich für kleines Geld beim Discounter geholt, in einem 5er oder 6er Pack. Die bieten sich eigentlich sehr schön an, die kann man zur Not auch mal in die Waschmaschine schmeißen, zum wieder sauber machen und gut ist. So, hier hole ich einfach nur den groben Schmutz runter. Da ist auch nicht wirklich viel Dreck in diesem Bereich der Waffe zu finden. Sondern wenn, dann findet man den Dreck meistens im Bereich des Schlittens. Zumindest mal bei dieser Waffe trifft das so zu. Im Bereich des Schlittens und des Laufes. So, Griffstück ist damit eigentlich soweit fertig. Können wir nebenhin legen. So, dann nehmen wir den Schlitten. Machen dasselbe in grün.
wieder den ganzen Schmutz runter machen. Bei dieser Waffe aufpassen, wenn ihr hier am Schlitten rumeiert, das ist mir das letzte Mal schon passiert, fliegt gerne mal die Kralle weg. Die ist nur eingehängt. Ja, das heißt auch, man kann sie natürlich sehr leicht austauschen, wenn sie mal kaputt ist. Das heißt aber, bedeutet aber zwangsweise auch, wenn man nicht aufpasst, fliegt sie einem weg und da ist auch eine ganz winzig kleine Feder hier unten drin. Und wenn die weg ist, Mahlzeit. So. Da ich mit der FN nicht so häufig selber schieße, sondern meistens nur dabei habe, damit das ein oder andere Mitglied, der halt jetzt gerade mal mit einer KK schießen möchte, dabei habe beim Schießen, ist sie nicht so stark beansprucht, auch nicht so extrem dreckig, dass ich da jetzt eine riesen Putzorgie draus machen müsste. So, und jetzt können wir uns, wie immer, dem Lauf widmen. Wir nehmen wieder die Drahtbürste. Ja. Natürlich der falsche Stab, sorry. Bei der FN müsst ihr immer darauf achten, wenn ihr ein Reinigungsset holt, braucht ihr einen relativ langen Putzstab. Ihr seht, ich habe hier zwei verschiedene Längen. Ich habe es gerade den verkehrten ausgewählt. Hintergrund ist hier hinten durch diese Visierschiene. Kommt ihr sonst nicht komplett durch. Und das war es auch schon. So, Bürste wechseln. So, mit der Nylonbürste nochmal kurz. So, und zu guter Letzt nehmen wir dann nochmal so ein Filzding. Und Wollwischer. Und da können wir jetzt noch mal einen kleinen Tropfen Öl drauf machen. Einfach nur, dass ein bisschen Schmierung auf dem Lauf drauf ist, aber nur vorne an der Spitze dran machen, dass nicht der gesamte Lauf jetzt komplett durchgesäut wird. So, und das war's auch schon. Und dann machen wir hier noch Bereich der Patronenkammer schön sauber. Wie gesagt, da ist direkt dran. Ich hatte sie erst sauber gemacht, auch mit der Drahtbürste, weil sich hier sehr viel Blei angesammelt hat. So, und im Grunde genommen war es das auch schon gewesen. So, jetzt wieder wie gehabt, erstmal ein bisschen Schmierung. Überall da, wo Reibung entsteht, muss geschmiert werden. So, dann nehmen wir den Schlitten, setzen die Verschlussfangfeder hinten wieder in dieses Loch ein. Dann kommt der Schlitten auf das Griffstück. Jetzt müssen wir hier hinten gerade Stange hinten in die Feder rein, Schlitten öffnen komplett und mit dem Verschlussfanghebel arretieren. Den Lauf in einem 45 Grad Winkel einsetzen, nach unten. Die Imbusschraube nehmen, ein, zwei Gewindegänge per Hand rein, das ist nur, um sicherzustellen, dass das Gewinde nicht beschädigt wird. Schön festziehen. Ein paar Mal durchrepetieren, damit sich das Öl schön verteilen kann. Überschüssiges Öl wegwischen. Und schon haben wir die FN 150 gereinigt. So, ich habe jetzt noch das Laufgewicht, was bei euch im Regelfall nicht dran ist. Das ist eine Sonderanfertigung von meinem Büchsenmacher Timo Zindel.
Einfach nur handwarm diese Madenschrauben anziehen. Und das war's. Damit haben wir die FN 150 bzw. International 2 gereinigt. Die FN 150 ist vom Griffstück, vom Aufbau her identisch. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen eigentlich nur durch die Laufform und damit die Möglichkeit, bei der International gegenüber der FN 150, wie eingangs erwähnt, hier unten über die Schwalbenschwanzführung ein durchgehendes Gewicht oder ein Gewicht einzusetzen, das genau positioniert werden kann für eine optimale Gewichtsverteilung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.